Gott, wenn ich diese Musik höre. Warum kann ich dir nicht in eine Gruppe einladen? Weil ich noch nicht online bin? Warum bist du noch nicht online? Das hättest du ja mal machen können in der Zeit. Ja, bin ich doch jetzt. Na jetzt? Der Unglaubliche. Ja, ja. Das sagt man mir nach. Oh, auf der anderen Brötchen Baguette-Hälfte sind Wiener. Wo bist du denn? Herr Wiener. Ja, guck mal, wo der rote Pfeil ist. Da hinten. Na, du bist beim letzten Mal ja weggerannt. Tja, war ja wohl auch. Nein. Na? Na gut. Da bist du. Oh, scheiße, da ist mein Sohn. Oh, die Alte. Ich geh wieder nach Hause. Wie hinkst du denn da? Ja, Mutter, was geht? Ja, so ein Mann. Mehr als bei dir. Ja. Yo, ho, yo, ho. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, werfen wir doch einfach den Ring ins Feuer. Ah, nee, wir haben ja gar keinen Ring. Werfen wir jetzt was anderes ins Feuer. So, warte, wo müssen wir denn hin? Ich werf dich ins Feuer, ist kein Problem. Was hätte ich nicht sagen sollen. Ja. Ey, warte auf mich. So ein Scharlatan, soll ich warten? Oh mein Gott, das tut mir doch leid. Weißt du, ich habe noch nicht mal von dir was im Muttertag gekriegt, ne? Was bist du eigentlich für ein Rabensohn? Ja? 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 Du konntest doch nicht mehr anrufen zum Muttertag. Weißt du? Ja, du gehst ja nie dran. Wie soll ich auch rangehen, wenn es keinen Anruf gibt? Hä? Ja, siehst du, da fällt jetzt aber nichts an. Du bist nicht die Mutter, du hast Kaya geklaut. Nein. Ich habe eine Geburtsurkunde in unserem Haus. Gott, jetzt hör auf mit, jetzt zähl nicht wieder alles auf. Das ist schon wieder schlecht. So, ich würde ja gerne sagen, ich wüsste, wo wir hin müssen. Aber du weißt nicht, wo wir hin müssen. Ich weiß ausnahmsweise tatsächlich mal nicht, wo wir hin müssen, nee. Los, Rosmarin, komm her. Oh. Uah. Warte mal. Das ist das Buch am grünen Weg. Ballade von Bingo Boffen. Achso, das ist das hier. Das können wir getrost in Ruhe lassen. Okay, warte mal. Wo konnte man nochmal die Aufträge abgeben? Stärkst du mal bitte von dem Gaul ab? Jetzt habe ich eigentlich ein Pferd, jetzt darf ich es nicht benutzen oder was? Willst du mich verarschen? Ich durfte mein Pferd vorher auch nicht benutzen. Ich habe dich davon nie abgehalten. Doch, hast du. Du hast immer gesagt, steigst du jetzt von deinem blöden Gaul ab. Das macht das Spiel aus. Hallo? Habe ich nicht? Ich hab's noch schwarz auf weiß. Ja, ich auch. Nicht. Ja. Aber. Was benötigt ihr? Dann müsste was man kann ja ich nur. Für euch hätte der eine Aufgabe für mich. Was benötigt ihr? Der hat zumindest welche zum Abgeben. Bei mir. Ach ja, stimmt, jetzt beenden. Jo, hast recht. Natürlich habe ich recht. Oh Gott.
Ja, hier, ich habe jetzt hier, sprech mit Bürgermeister Gustav Zärtliche. Ja, ich weiß, wo wir sind. Reist zur verlassenen Herberge in den einsamen Landen. Nein, und das machen wir nicht. Also, das machen wir irgendwann, aber das machen wir nicht jetzt. Wie kann ich euch zu Diensten sein? So. Ja, da kann ich es ja erstmal aus der Übersicht entfernen. Ja, stimmt. Dann habe ich nur noch zwei Aufgaben. Dann haben wir das, dann haben wir das Spiel durch. Ja, das ist auch gut. Nein, das ist nicht ganz der. Nein. Doch. Doch. Nein. Okay. Jetzt darfst du das Pferdchen benutzen. Hallo Luna, schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir? Na, ich hab Langeweile. Oh, ist das schlimm? Was ist denn hier los, Alter? Die Frage habe ich mir gerade jetzt auch gestellt. FKK-Treffen oder was? FKK-Treffen. Oh, ja, was? Ich habe ihn für 14 Millionen XP in einer Stunde gemacht. Also, boah, Alter. Klingt viel. Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch viel. Ja. Ich glaube. Oh, haben wir uns gebrochen? Geil. Ja, ne? Ja, für 14 gibt's sobald Kai uns verlässt nachher auch nochmal. Ich kann auch jetzt gehen. Nein. Kein Problem. Achso. Nein, aus. Platz bei Fuß. Ruhig, Brutus. Aschendrahtzaun. Kai, ausbleib. Ja, genau. Schweig still. Und bring mir den Wein. Nee, mein Wein kühlt gerade draußen. Was ist draußen? Mein Wahrhein. Ach so. Mein Alkohol. Mein Aluhol. Aluhol. Was, Wein? Nee, nicht weinen. Wein. Das Getränk Wein. Das Schwein wartet draußen. Das Schwein. Ah, der Wein. Nicht das Schwein. Ach so. Das Schweigen. Das Schweigen der Lämmer. Ja, guter Film. Nie gesehen. Hä? Scheiße, ich hab ihn nicht gebrochen. Toll. Scheißspiel. Hallo, ich bin doch auch hinterhergestürzt. Was soll das denn? Ich bin doch auch hinterhergestürzt. Ja. Oh, scheiße, ich hab uns verritten. Ja, hab ich, wie nee, immer. Nee, hab ich nicht. Hä? Hab ich nicht? Nee. Doch. Nein, hab ich nicht. Du weißt ja, was ein Feld ist, oder? Ja. Sieht wesig. Ausnahmsweise mal. Weiß mal was? Ausnahmsweise mal? Ja, kommt nie oft vor. Bei mir auch nicht. Das stimmt. Gerade in einem Gebiet, der bringt mir ein Feld 900k XP. Boah, Alter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich nachher auch weiter. Wo bist denn du jetzt? Weiß ich nicht. Scheiße, ich hätte meine Folgen machen sollen, ey. Ich bin so faul. Also nichts kriegt der Junge hin, ey. Hallo? Hast Hi. Du den Schatz? Hallo? Ich kenne mich doch in dem Spiel nicht aus, Mann. Ja, deswegen folgst du mir eigentlich. Also eigentlich sollst du mir folgen. Ich folg dir doch.
Würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Zeit schenken? Emma Rosenhoden. An den Rosenhorn. Eoger. Soll ich annehmen bei der? Nein, bloß nicht. Tu es nicht. Ja, nicht. Hab ich nicht. Ich grüße euch. Ruhig, ey. Ich glaube, die Quest, die ich abgegeben habe, die hast du nicht, glaube ich. Oder hast du was mit dem Hengstackerhof? Glaub, nö. Okay, gut, das war nämlich eine, von der wir leider. Ja, das hat. Die Gegenpart nicht gefunden hast. Das passt nicht Stück dazu. Hallo, kannst du mir vielleicht mal Bescheid sagen, wenn du auf. Oh. Wieso, das siehst du doch? Wieso? Weißt du, muss ich dir über jede kleinste Kleinigkeit Bericht erstatten? Ja. Ich sag dir doch auch nicht, wie groß mein Häufchen war. Nur um dich darüber zu informieren, dass ich ein Häufchen gemacht habe. Vielleicht will ich es aber wissen. Gut, soll ich dir die Konsistenz meines letzten Häufchens? Nein, nicht im Stream. Aha, aber privat soll ich es dir nennen, oder was? Bist du ekelhaft? Nein. Ey. Hallo, ist meine Mutter, das ist eigenartig. Frau Aidarilla. Aidaralara. Was? Kai ist ekelhaft. Ja, ne? Bin ich auch. Lauf doch da jetzt hier. Oh. Bin auch, dass er ekelhaft ist. Manchmal. Yes. Bitte. Jawohl. Der Moment, wenn wir einfach hoffen, dass wir beide unsere Tiere brechen. Das nächste Mal können wir hier absteigen. Naja, sie regenerieren sich ja dafür, dass sie relativ oft gebrochen sind. Hoch. Angegriffen. Wie kann ich zu Diensten sein? Was kann ich annehmen. Für euch tun? Die Dinge annehmen und bei ihm die Aufgabe abgeben, aber die muss ich erstmal vorlesen. Seid gegrüßt. Ich muss zugeben, dass ich hier nicht weiß, wohin Radagast unterwegs war. Also, du wirst angegriffen. Also, von ihr auftrag. Außer, dass er nach Osten in die einsamen Lande wollte. Ich weiß sicher, dass er über den Blitz besorgt war, den er auf den Spitzen der Wetterspitze sah. Einer meiner Stammesbrüder, Kandais, ist schon zur Wetterspitze unterwegs, um das zu untersuchen. Vielleicht hat sich Radagast ihm angeschlossen. Wenn ihr wollt, kann euch mein Pferd zu Kandais Lager tragen. Nein, brauchen wir nicht. Also Moment, nur dass wir das jetzt richtig haben. Was hast du jetzt von ihm angenommen? Ich habe beide Quests von ihm angenommen. Lass Kaya leiden. Ja, welche beiden? Ich habe jetzt hier nur der Ruf meiner Brüder und das zweite Buch, also Buch 2. Das andere hast du nicht? Ach, warte. Meinst du Dorglans Hof? Ja, genau das. Genau das. Ja. Achso, ich muss dir ja noch ein paar Geschichten von deinem Vater Bingo erzählen, ne? Halt's Maul. Ich soll dich leiden lassen. Also. Ich sag jetzt gar nichts mehr. So. Weißt du übrigens, warum du die Delle an deinem Hinterkopf hast? Okay, du weißt es nicht. Also, der Grund, warum du die Delle an deinem Hinterkopf hast, ist der, dass dein Vater dich damals mit zu den Orks genommen hat, der gute Bingo. Ne? Der war ja damals bei den Orks öfters mal ansässig und hatte da auch so sein zweites Zuhause. Aber relativ gutes Bier gebraut. Und also da hat er sich dann mal mit hingenommen. Er hat mir auch nichts davon gesagt, davon mal ganz abgesehen. Und dann haben sie Wirf das Baby gespielt, ne? Und dann wurdest du hin und her geworfen und irgendwann bist du dann an einem Kronleuchter hängen geblieben. Ja,
Und bist du dann auf das, auf die, aufs Bierglas, auf den Bierkrug des Vaters Bingo gefallen. Und ja, dein Vater war natürlich nicht ganz so begeistert davon. Fand es aber trotzdem irgendwo auch ein bisschen lustig. Wir haben uns dann zu Hause ein bisschen schlapp gelacht, nachdem dann die Sache geklärt war. War halt nur nicht lustig, dass ich dann die Orks noch durch die Scherben gezogen haben. Deswegen hast du da hinten so eine kleine Stelle. Deswegen tickst du manchmal auch nicht so ganz richtig, weißt du? Bist du noch da? Ja, ich bin nur aufgelockt. Ja. Lockst du dich auch wieder ein? Das habe ich jetzt vor, ja. Mal schauen, wie lange. Achso, Kaya, gefällt dir der Job als Mod? Lass es mich so ausdrücken, ich bin Kummer und Leid gewöhnt. Oh, scheiße, nein, nicht übertragen. Hui, ei. Ey, ich hätte das nicht gemacht, wenn Daniel das nicht eingefordert hätte. Nimm das wieder raus, verdammt nochmal. Ich mach das nur sonntags rein. Ich mach das wirklich nur sonntags rein. Es ist cool. Ja, gut, dann spielen wir halt sonntags nicht mehr zusammen. Ist doch kein Problem. Und dann Luna hat es auch nochmal gemacht. Ja gut, ich bin noch nicht im Spiel drin, ne? Also... Ja gut, also noch darf ich, das ist cool, das ist cool. Was, wer sagt das? Was? Ich hab das Gefühl, in ein paar Tagen ist ein Stelle als Mod frei. Naja, so, und um die Geschichte noch weiter zu erzählen. Versau's mich, ich lock mich gerade wieder ein. Das Schlimmste ist, das kommt jetzt durchgehend. Das Gute daran ist allerdings, ich lasse dich sowieso die ganze Zeit leiden. Ja, hallo, letzte mich mal wieder in die Gruppe hier ein. Oh, warte mal. Oh. Ja, wir entfernen mal von der Freundesliste. Nein. Wir besuchen übrigens später noch deinen Vater Bingo, ne? Dein Vater Bingo erwartet uns in den einsamen Landen. Dann könnt ihr wieder Gruppenkuscheln im Altersheim machen. Ich meine, du bist ja auch nicht mehr so der Jüngste. Nein, komm jetzt. Kaya, du hast einen tollen Hut. Und Onkel Bongo? Ja, nee, Onkel Bongo ist leider schon letzten Winter verstorben. Aber er hat Bingo noch einen Brief für uns hinterlassen. Den, ne? Der wurde uns gerade erst übergeben. Also... Ich hab mir einen Schreck eingejagt. Kaya kriegt dann irgendwann nochmal sein Erbe. Sobald wir alles erledigt haben, was es zu erledigen gibt, kriegt er sein Erbe ausgezahlt. Ich hasse dich! Ich hab dich auch lieb. Kaya loben! Genau, Kaya loben! Nö, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt will ich nicht mehr. Ich hatte ihn ehrlich gesagt, einsamer Cowboy und the Rolling Star. Oh, scheiße! Vom Pferd gefallen! Das war eine elegante Rolle! Was? Oh Gott, ey. Scheiße. Das war geil. Ja, man nennt mich auch Stunt-Kai. Das war geplant. Kann nicht. Das ist live, das kann passieren. Oh, scheiße. Oh.
Oh Mann. Oh Gott. Mein Vater guckt dann wieder hoch. Nee, lass sie mal da, wo sie ist. Einsamer Cowboy. Wurscht. Geht wieder? Nee. Boah, dieses Spiel muss ich auf jeden Fall runterladen. Hey, Alter. Falls ich jemals einen Cutter habe, der ein Best-of macht, die Szene muss mit rein. Die Szene muss mit rein. Ja. Und so ungeplant. Der Schüler hier angeflaumt. Verpiss dich mal. Einsamer Cowboy fährt wie like. Eat. Sehr geil, Luna. Sehr geil. Kann nicht mehr, ich bin fertig. Vielleicht mache ich doch noch mit bei Herr der Ringe, ich meine einen Hobbit und kann jetzt der große Bruder durchgehen. Das ist keine schlechte Hobbits Idee, man sagt. Hobbits werden hier nicht zugelassen. Was? Hobbits werden hier nicht zugelassen. Ja, Kaya, du wolltest einsam sein. Das Pferd hat dir nur geholfen. Ja, ist so. Und einmal RIP für Kaya. I was born a rolling star. Oh, gleich wusch wieder weg. Das entscheidet die Mama. Stimmt. Die Mama entscheidet das. Ob es Hobbits in der Gruppe gibt. Nee, das hab ich zu entscheiden, nicht die Mama. Solange wie du die Füße unter Bingos und meinem Tisch hast, hast du zu tun, was wir sagen. Auch wenn wir geschieden sind. So, Escape ausloggen. Das hast du einmal gemacht. Ein zweites Mal bringt das nichts. Das können wir den ganzen Abend machen. Das können wir. Ich kann noch nichts dafür. Ich sollte dich quälen. Wobei du dich gerade selbst gequält hast. Mit dem Pferd, da konnte ich nichts für. Aua! Ach, geil. Wer hat hier eigentlich die ganzen Mobs weggefarmt? Das Pferd. Das war das Pferd. Ich glaube auch, ey. Los, Plätze! Hui. Gott, ich muss mal eine Tablette nehmen, ey. Ich bin schon wieder drin. Was sollen wir denn hier? Dornlack so. Ja, hier ist aber so. Hier ist doch kein Robby Dornlack. Nein, hier ist nichts. Ja, deswegen ja. Doch, da ist Robby. Hä? Wo war der denn eben nicht da? Warum belästigt ihr mich? Ich lasse nicht zu, dass man mich ignoriert. Hallo? Lauf, Hannes, lauf. Guter Bursch. Gutapa! Gagula! Scheiße. Ich hab mir die Orksprache noch gemacht. Ich dachte schon, ich muss mal die Pillen nehmen. Nee, ich auch. Ich hab die aber abgesetzt. Ja, ich merk das schon. Ich weiß aber nicht, was durch los ist. Irgendwie. Irgendwas war in der Fanta drin. Ich hab einen Clown gefrühstückt. Ey, bleib stehen! Du niedriger Tarkip! Wir brauchen die für die Bezwingertat. Ach scheiße, ich hab meinen Kampfhut nicht auf. Verdammte Kacke. Wo ist er? Ey, wo ist mein Hut? Ey, ich mach nicht mehr weiter ohne meinen Hut. Helm. Morgen soll ich aufgehen. Ich glaube, ich mach wieder so 2 oder 3 Uhr. Also ich auf jeden Fall. Es ist wieder Frieden. egal was ihr nehmt, entweder weniger oder mit mir teilen. Okay, Masaki, das kriegen wir hin. Ohne Hut geht ja mal gar nichts.
Nee. Okay, bis gleich. Bis gleich? Nicht du. Ach so. Wollte schon gerade Alt F4 drücken. Jetzt lauf weiter und guck dich nicht so dämlich um. Mann. Mutter. Los mit dir. Mutter. Mutter. Wir kämpfen der wieder, ne? Das Orks Miet. Mutter. Was? Hä? Was? Nein, ich wollte meinen Helm aufsetzen. Wir kämpfen doch wieder. So. Ja, na, gerade nicht. Gerade suche ich nach Leuten. Ich wechsle jetzt nicht alle 10 Sekunden. Ja, dann lass doch mal dein Freizeithut auf. Das ist ja Freizeit. Toll, jetzt hänge ich hier fest. Scheiße, was ist denn das jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Oh, Scheiße. Ich komme hochgekrüppelt. Hallo? Hallo? Scheiße, wir haben Adaria verloren. Hallo? Wo bist du denn? Ich bin hier. Was hast du denn jetzt für Sorgen? Ich bin doch wieder da. Mach doch nicht so einen Scheiß, ey. Das hab ich mir doch nicht ausgesucht. Ich wollte doch gar nicht festhängen und auf einmal zick. Ja, weißt du, ich sehe dich da nur zappeln in dem Ding da drin an deinem Wurst. Ja, ich weiß, dass ich da drin hing. Das war auch nicht angenehm für mich. Toll, jetzt ist er kaputt. Super. Oh, Scheiße, das sah ja aus. Boah, ich kann nicht mehr. Da hab ich einen ja kurz zu was. Voll weggeglitscht, ey. Ja, aber richtig. Mir ist das Spiel doch buggy, ey. Ich weiß auch nicht warum. Aber nur bei dir. Weißt du, wenn ich vom Pferd? Ja, das musst du jetzt nicht alles aufzählen. Ich weiß, was passiert ist. Bedarf keiner weiteren Demütigung. Ich kann nicht mehr. Ei. Vor allem, ich sehe da nur noch so einen weißen Streifen. Ist jetzt gut? Nee. Stopp doch mal. Ich kann doch nichts dafür, dass das so witzig aussieht. Oh, was ist das denn? Eine Zipfelmütze. Ist eine Zipfelmütze? Nee, komm. Nee. Die sieht geil aus. Danke für eine Scheiße. Du wolltest die Zipfelmütze übrigens beim letzten Mal auflassen. Falls du dich noch dran erinnerst. Nee, Gott sei Dank nicht. Puh. Boah, ich glaube, geht wieder. Ne? Was? Du findest das alles lustig. Ja. Aber ich glaube nicht nur ich. Ich glaube, der Chat findet das genauso lustig. Ja, dass ich hier leide, das merkt, das sieht keiner. Ja, ich leide mit dir. Danke. Wer auch immer das gesagt hat. Ich. Ach so. Ich glaube von mir selber. Ich habe schon das keiner ja gesagt. Das kann ich ja fast gar nicht glauben. Da muss man jetzt nur noch Esel draufschreiben. Ja, stimmt. Worauf? Hallo? Worauf? Hallo. Hi, na, wie geht's? Ich hätte gerne eine Antwort. Wenn ich etwas frage, möchte ich auch eine vielleicht Antwort. Vielleicht ist mal sagt jemand gnädig und antwortet dir darauf. Nee, ich möchte eine Antwort von dir. Ich nehme das Geheimnis mit ins Grab. Na super. Das fehlt dir gerade noch zu diesem wunderschönen, tollen Spiel. Ah ja, und ich liebe.
Habe ich mir gerade noch angehört, wo du in der Werbung warst. In der Werbung. In der Pause. Werbung habe ich nicht geschaltet, nee. In der Pause. Warte mal, ich kann was bei dem abgeben. Hä, wieso kann ich was bei dem abgeben? Das ist die Quest, die wir eben machen mussten, die du scheinbar nicht gemacht hast. Na, au! Bei dir wird keine Werbung mehr geschaltet, oder? Wenn du den Stream startest, wird bei dir Werbung angezeigt? Das war nur einmal. Das war... Anfang. Okay, das ist nämlich bei dir nicht mehr, weil du... Abonnent bist. Ich wollte nur wissen, ob das wirklich so ist, oder... Ne? So, das war nur einmal am Anfang, glaube ich, so. Ja, du... Das war ja beim allerersten Stream, ne? Nein, das war ab da, wo du Affiliate wurdest. Ja, das war beim allerersten Stream davon. Und danach, danach hast du ja das Ding abgeschossen. Deswegen hast du das eben mehr. Weil ich habe mich vorhin mal ein bisschen schlau gelesen. Ich wusste das gar nicht, dass das so geregelt wird. Weil ich da nie drauf geachtet habe. Das sind ja nur so ein paar Sekunden, ey. Auch wenn, scheiß doch drauf. Nein, mich hat es einfach nur interessiert, ob wirklich für so. Abonnenten keine Werbung verwendet wird. Darum ging es mir. Ach so. Der Rest ist mir Wumpe. Der Rest ist mir Wumpe. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. ist das schon eine Stunde her? Ja. Ich kann die Öhrchen abmachen. Oh Gott, ich habe einen Frosch im Hals. Besser als vom Pferd fallen. Das stimmt. Ja, ich weiß. Ich guck gerade mal. Mach mal. Du müsstest mich eventuell kurz verteidigen. Ja klar, mach ich. Gerne, für dich doch immer. So. Okay, du lässt mich sterben. Nein, natürlich nicht, hallo. Du wolltest jetzt keine Bezwingertaten mitmachen, ne? Also nicht zwingend, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich suche nämlich gerade mal. Weil ich kann es nämlich verschnellen. Ich habe ja noch ein paar Pünktchen. Und ich glaube, das dürfte nicht allzu teuer sein. Dann brauchen wir nämlich nicht so lange dafür. Verschnellen? Ja, es gibt so Dinger, womit ich das schneller machen kann. Ja. So, meine Mutter hatte tot. Was? Bitte? Ich hab doch nicht den Tod verdient, hallo? Siehst du Karma? Dein Karma hat dich vom Pferd fallen lassen. Das war, weil ich das wollte. Weil wenn es als Elb nicht klappt, versuche ich Stuntman zu werden. Verstehst du? Ja. Bezwingertatenbeschleuniger. So. Thank you.